So, heute wollen wir uns mal Google Maps anschauen, was ja schon ein bisschen bekannt sein sollte. Wir rufen uns hier einfach über Google auf. Wir können es aber auch ganz normal über maps.google.de öffnen. So, die Startseite ganz normal. Wir sehen Europa, erkennt unseren Standort. Und wir geben jetzt oben einfach mal Berlin ein. So, da gibt uns links ein paar passende Vorschläge. Und wir können jetzt ganz normal rein scrollen mit dem Mausrad, um hier rein und heraus zu zoomen. Über die Maustaste, wenn wir die gedrückt halten, können wir die Karte nach links, rechts, nach oben und nach unten verschieben. Wir können das Ganze aber auch natürlich über die Menüs links machen. Heranzoomen, wegzoomen. Relativ einfach und zügig. Und oben links können wir den Bildschirmausschnitt verändern. So, wir können zu der Satellitenansicht oder zur Kartenansicht oben rechts wechseln oder, wenn installiert, das Plugin auch zu Google Earth. So, darunter haben wir noch ein kleines Kontextmenü, bei dem wir zum Beispiel die Fotos aktivieren können. Klicken wir ein Foto an, was uns gefällt, kriegen wir dazu mehrere Informationen. Klicken wir auf das Foto rauf, kriegen wir zu diesem Foto noch mehr Fotos angezeigt. So sehen wir zum Beispiel das SAP-Gebäude und können uns dadurch die ganzen Fotos mal durchklicken. Ja, schließen ganz normal über das X oben rechts und schon sind wir wieder zurück zu der Ansicht. Die Fotos machen wir jetzt erstmal wieder weg. Die stören jetzt nur. Und markieren einfach mal Verkehr. Jetzt sehen wir die ganzen Straßen von Berlin. Grüne sind natürlich gut befahrbar, gelbe ist stockender Verkehr und rote Straßen solltet ihr meiden. Die öffentlichen Verkehrsmittel können sich natürlich auch anzeigen lassen, wo die Linien langfahren. Ja, ansonsten suchen wir jetzt mal einen geeigneten Ort für Street View aus. Dazu ziehen wir die gelbe Figur mit gedrückter Maustaste auf eine blaue Linie. Wir sehen noch einen kleinen grünen Pfeil, der zeigt uns an, in welche Richtung die Figur zeigen würde. Oder unsere Ansicht besser gesagt ist. So, jetzt befinden wir uns schon am Alexanderplatz. Jetzt können wir genauso wie mit der Karte über die gedrückte linke Maustaste die Ansicht verändern. Klicken wir doppelt irgendwo hin und zoomt er uns näher in den Bereich rein. So, jetzt gehen wir mal ganz nach hinten, machen einen Doppelklick und zoomen uns unter die Brücke. Erscheint ein Viereck, wenn wir oben raufgehen, zoomt er uns genau zu dem Bereich davor hin. Gerade für Geschäfte ist es sehr sinnvoll. So, hier hinten können wir leider nicht rein, weil es eine Tramlinie ist. Da wird das Google-Fahrzeug auch nicht lang gefahren sein. Hier können wir die Ansicht noch vergrößern oder verkleinern. Also wenn man sich eine Stadt erkunden möchte, ist es ideal. So, Routen berechnen können wir natürlich hier auch. Wir geben jetzt einfach mal einen von Berlin und nehmen den Vorschlag Berlin-Mitte. Und navigieren einfach mal nach Hamburg. So, Route berechnen. Und wird auch schon prompt erledigt. Hier ist es natürlich besser, wenn wir einfach mal in die Kartenansicht wechseln. Aber vorher können wir links in der Liste die zusammengestellte Route sehen. Also wie lange es dauern würde und welche Zwischenziele wir haben. So, wie gesagt, die Kartenansicht ist ein bisschen informationsreicher und nicht so verwirrend. Wir können sogar hier auch nochmal den Verkehr anzeigen lassen. Würde jetzt auf der Strecke alles gut aussehen. Wir können nochmal schauen, wo uns in Hamburg hin benutzen würde. Das wäre dann einfach die Stadtmitte auch in Hamburg, der dann nimmt.